Moin und willkommen zu Project Lazarus oder Projekt Lazarus. Das ist ein Horden-Survival-Game. Und zwar... ich lasse es einfach mal so, wie es ist. Können wir hier uns einen Mech aussuchen? Ich habe bereits Dozer freigespielt. Man beginnt normalerweise mit diesem hier, das machen wir jetzt auch einfach mal. Wählt den aus und geht dann quasi auf einen Planeten. Und dann ist es natürlich erstmal 2 von 4 Titel freigeschaltet. Okay. Jedes andere Horden-Game sozusagen auch. Wir laufen auf dem Planeten rum, ballern so ein bisschen wild durch die Gegend, sammeln Erfahrung ein. 40. Und 30, 20. Dafür, für die Erfahrung besorgen wir uns dann eben neue Fähigkeiten, neue Welcome Waffen to the vast weiter. Green pastures of EV45. Oh, ist sie laut. Your mission objective is the elimination of a local monster known as Ursa. A class 3 monster with an immense appetite for foreign metal. Jo. Also, wir haben hier eben den Mech. Den können wir ausrüsten. Wir können eine zweite Hauptwaffe einbauen. Wir haben schon mal das Maschinengewehr. Und ich nehme tatsächlich auch das Impulsgewehr. Aus den vorigen Runden weiß ich, das macht sehr, sehr viel Schaden. Und dann gibt es hier noch weitere Slots. Die Slots kann man eben mit verschiedenen Sachen, die man hier auch zufällig bereitgestellt bekommt, dann eben füllen. Ich nehme jetzt erstmal eine weitere Waffe. It's unlikely that Ursa will attack us immediately, but that doesn't mean its underlings will do the same. Expect low resistance, but keep your guard up. Good luck, sir. Wir sehen auf jeden Fall, man muss in diesem Spiel selber zielen. Das ist ja bei den meisten Spielen dieser Art nicht der Fall. Das ist im Grunde ja sonst ein Autobattler. Jetzt reingelaufen bin. Und ich nehme tatsächlich diese Dinger. Ich mag die eigentlich nicht. Aber die haben auch sehr viel Schaden gemacht. Moment, hier kommen immer diese Blades jetzt aus dem Boden raus. Was hier in dem Spiel ein bisschen komisch ist, ist dieses Zielen, weil man muss im Grunde nicht nur auf das Fadenkreuz achten, sondern auch so ein bisschen, wo sind die Waffen. Man sieht, wo das Fadenkreuz ist und wo die Waffen hinwallern, nämlich links und rechts daran vorbei. Das macht es ein bisschen schwierig. Genauso schwierig ist, dass die eigene Hitbox scheinbar auch ein bisschen größer ist als der eigentliche Mech. Dass man da wirklich sehr aufpassen muss, wie nah man der Gegner rangeht. Ja, da gibt es eben diese Kisten hier, die man einsammeln kann. Das ist zum Beispiel die Meta-Progression-Währung, die ich jetzt so gut wie gar nicht eingesetzt habe. Das ist also fast ein neues Spiel. Die Waffe schießt jetzt ein bisschen schneller, weil ich sie ausgewertet habe. Ja, mit der Mittag-Progression kann man beispielsweise die Waffen verbessern oder die Geschwindigkeit verbessern oder wie auch immer. Das zeige ich aber gleich nochmal. Oh, wir nehmen nochmal den Raketenwerfer dazu. Gerne das Einsammeln genommen hätte. So, mit Ausnahme eben dieser beiden Main-Weapons, die hier vorne an den Händen sind, sucht sich alles andere selbst sein Ziel. Dann wieder der
ganz normale Auto-Battler-Aspekt ist. Ja, guck mal. Zweitwaffe so stark. Sie schießt einfach durch alles durch. Ja. Das ist ein bisschen ganz ungenommen, leider. Schaden, wenn sie jemanden treffen. Wenn jetzt die Größeren kommen, dann gibt es gleich ein Problem. Okay, das können wir nicht. Mehr Schaden ist. Ich würde gerne mal einsammeln, was ich da so hingelegt habe. Ja, mal kurz ein bisschen weglocken. You've been promoted to private. Das habe ich noch nie genommen. Okay, das fliegt einfach irgendwo ein. Herumschließen, das kennt man auch aus vielen dieser Spiele. Dinger hier. Das wollte ich gerade erzählen. Die verbinden sich irgendwann und werden halt zu diesem Ding-Kist rein. Das ist auch gar nicht nur dafür, dass es insgesamt weniger auf dem Feld ist. Was wahrscheinlich was für die Performance ist, ne? Alle als blaue einsammeln würde. Ja, das ist der Regen. So, mehr Raketen bitte.
so viele. Schaden genommen, wenn ich noch Panzerung hätte. Der einfach alles einsammelt. Und die kann man auch zufällig in diesen Kisten eben finden. Eigentlich möchte ich nichts daran nehmen, aber dann nehmen wir natürlich den. You've been promoted to private second class. Warning, imminent armor plating failure. You've been promoted to private second class.
gespannt, ob der wirklich gleich alles einsammelt. Warning. Pilot health is critical. That was our last emergency shield. Ja, das ist die Spezialfähigkeit dieses Charakters. Sterben würde, kommt stattdessen ein neues Schild. Und das halte ich eben dann mal wieder. Halt doch zu verschwinden, deswegen wird zu wenig eingesammelt mit dem Magnet. Eingesperrt. Und dann nehmen wir das. Auch wenn es sehr ärgerlich ist, weil es nur so ein Einmaleffekt ist. Auch die große Rolle so ein bisschen außerhalb gehalten. Ne? Warning. Imminent armor plating failure. Was macht denn das? Ich würde gerne nochmal aufsteigern. Warning. Pilot health critical.
die Kiste vor sich, ne? You've been promoted to private first class. Warning. Structural integrity critical. Wow. Aber ich krieg diese Viecher da auch einfach nicht weg, ne? Vielleicht mit dem? Wir schieben mal eben die ganzen Horden dabei seid. Ja. Weg mit euch. Warning. Pilot health critical. One hit. Monster. Roten Bildschirm, ne? Diese Lebenspunkte werden die geschwinden. Okay, das war's. Das ist ein blöder Kreis. Ja. It's been an honor to fight alongside you. Farewell, sir. Das war die Runde. Und die Wüste freigeschaltet, okay. Da kann man mal sehen, Maschinengewehr, Impulsgewehr. Diesmal hat Cerberus, also diese Klingen aus dem Boden, mit am meisten Schaden gemacht. Und der Orbitalschlag, der so aussah, als wenn der sonst wo runtergeht, aber nicht bei den Gegnern. Ja, das letzte Mal war es halt das Impulsgewehr, aber da war es auch, weiß ich nicht, zwei, dreimal aufgewertet. So, dann gehen wir mal in die Waffenkammer. Ne? Also hier habe ich tatsächlich einmal eins aufgesetzt. Ich weiß nicht, was das macht. Vollautomatische. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das ja mega hier, ne? Wieso kann ich da nur alles erstatten machen? Das verstehe ich nicht. Entsperren. Entsperren. Entsperren ist verbessern, oder was? Ich will mal eben kurz zurück.
Die kann ich den sperren? Ja, kann ich. Okay, ich möchte euch aber auf jeden Fall den hier zeigen. Und dafür können wir dann ja eigentlich hier noch ein bisschen was machen. Wo ist denn... Gibt es hier... Das kann man also auch für alle machen. Mhm. Aber es gibt das Einsammeln nicht, ne? Doch, da... So. Dann können wir noch verbessern das hier für einen oder Schaden allgemein. Wir nehmen mal den Schaden allgemein. Und den Raketenwerfer. So, das muss reichen. Was ist das hier überhaupt? Bewegungsgeschwindigkeit. Ihr könnt das Ding auch erhöhen. So, und dann gehen wir mal rein. Den möchte ich euch ja mal zeigen. Der spielt sich ganz anders. Wir testen tatsächlich an die Wüste. Kennt ihr gar nicht. Wahrscheinlich sind es stärkere Gegner und ich versage gleich total, aber... Ich kann zumindest ja einmal den hier zeigen. 50. Den Bulldozer. 40. 30. 20. Was der für eine Waffe hat, das 10. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Welcome to Southern Hemisphere VV 45. So, standing for you, a barren sandbox, surprisingly has a dense local population. Despite its climatic conditions, our scout drones have identified large deposits of Caverium in the area. Unfortunately, the local monsters have formed a thick Caverium armor. And we may need more firepower than initially planned. Good luck, sir. Wow. Da ist von vornherein die höhere Stufe. Die Meter Progression. Krass. Ja, man hat eine Besonderheit gesehen. Man geht mir überfahren und bekomme dabei auch noch Rüstung. Das geht aber wirklich nur bei den kleinen Gegnern. Ich nehme an, das Ding soll auch einfach anders aussehen. Das Ding habe ich noch nie gemacht. Das will ich jetzt mal machen. Das hier und da mal so. Ja. Die Steuerung war beim ersten Mal tatsächlich angewöhnt. Steuert sich halt wie ein Panzer, ne? Also,
wie sich halt ein Panzer bei solchen Spielen steuert. You've been promoted to private. Die ist so laut, dass man sie immer im Raum stellen. Verbesserte Waffe natürlich. Ah ja, ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist. Das können wir mal zeigen. Also nicht nur, dass er sich anders steuert, eine andere Waffe anfängt, eine andere Spezialfähigkeit hat. Oh, das geht sogar noch höher. Es hat auch andere Slotbelegungen. Ne, während bei den anderen ja alles so mehr oder weniger hier oben gleich ausgerichtet ist, also hiervon glaube ich drei, davon weiß ich nicht, auch zwei oder drei, ich glaube drei und von denen drei oder irgendwie so. Genau, ist der mehr auf diese Lila, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das für was sind. Haben wir jetzt fünf Waffen? Wahnsinn. Das ist doch schon. Werde verfolgt. Ja, auch die Schotten haben abgeschlagen. Oh, nochmal weiter. Das eskaliert ja gleich total. Sir, it seems like the monsters are pulling back. For now, I suggest you to explore the area. Intel says that there are few crystal mines nearby. Fühlt alles von der Map aufsammelt, mal gar nichts. So wie jetzt. Sir, I think the monsters are about to attack us again. I certainly hope that they won't swarm us. To be honest, I don't particularly enjoy getting surrounded by building-sized monsters. Get ready to fight. Wow.
wieder erhöhen. Warning, structural integrity critical. Der sammelt jetzt wieder alles rein, aber das sah jetzt glaube ich auch anders aus. Warning. Pilot health critical. Okay. Warning. Warning. Pilot health is critical. It has been an honor to fight alongside you. Farewell, sir. Das ist ein Musikstück. Impulsgewehr, 33.000 Schaden. Wow. Ja, und so kann man tatsächlich nochmal weiter aufwerten. Oh, das ist sogar... Das ist sogar noch nicht mal ganz aufgewertet. Deswegen ging das auch noch weiter. Wo sind diese Sammeldinger? Und was ist das? Das kenne ich ja gar nicht. Also die Flakkanone, ja, habe ich noch nie genommen. Aber das hier bringt ja im Endeffekt nachher mehr. Mehr, was auch immer CA sind. Ja, okay, das ist auf jeden Fall Projekt Lazarus. Wie gesagt, man kann hier noch allerhand Max freischalten. Ich habe keinerlei... Ach, da unten steht es schon, ne? Auch die Slots, wie sie da jedes Mal anders sind. Und da steht auch, mit welcher Waffe sie starten. Okay, der startet direkt mit dem Impulsgewehr. Das ist natürlich auch übel. Und der wird immer schneller. Interessant. Okay, hier werde ich auf jeden Fall noch das eine oder andere mal reingucken. Sagt mir gerne, was ihr von dem Spiel haltet. Und
Ja, wenn ihr mögt, schaut gerne wieder rein. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zusehen und ciao.